Hallo und was geht ab zum anderen Video? Ich teste heute einen Lamborghini bei GTA 4. Und zwar von dieser Startposition hier bis rüber zum anderen Stadtteil, so weit wie ich ihm komme. Ich habe das mal auf dem Flughafen ausprobiert. Die Fluglandebahn war aber zu kurz. Bin da nicht auf die höchste Geschwindigkeit gekommen, ohne dieses Speed Forester. Und ich möchte es jetzt hier einfach versuchen. Ich habe jetzt hier eben Fahrzeugdichte auf 1, so niedrig wie es geht, damit ich auch gut durchkomme. Na gut, dann wollen wir es mal ausprobieren. Das ist der Lamborghini, der Aventador LP700. Ist jetzt so ein Carpack. Ganz viele Autos sind so wie in Deutschland oder wie in England auch. Oder worüber, Amerika oder so. Ja, okay, gut, dann werde ich euch jetzt einfach mal präsentieren, wie schnell die Karre fährt. Und los. Achso, unten rechts eben die kmh-Anzeige. Oh, oh, oh. Ja, okay, das ist das Maximum. Mehr macht das Spiel nicht mit. Ja, und nicht mit Nitro. Also, die Karre schafft so viel, wie sie das Spiel rausgibt. Nochmal zurück. Vom Handling her ist sie auch super, außer bei wirklich dieser extrem kmh. Ja. Nein. Gut, da kann man jetzt natürlich nicht viel kontrollieren. Sobald er so schleudert, dann rutscht er auch. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, echt top. Und wenn man so normal, sage ich jetzt einfach mal, fahren will, dann geht das. Nur eben kommt man nicht so auf hohe Geschwindigkeiten, weil man ja immer wieder abbremsen muss und gucken muss. Also. Dem hier macht es bis jetzt am meisten Spaß. Es waren drei Autos, die die maximale Spielergeschwindigkeit schaffen. Welche die anderen beiden waren, weiß ich nicht. Aber ich fand den hier immer noch am besten, der auch am schnellsten zog. Also ist echt top das Ding. Ich weiß leider nicht mal, wie das Carpack hier ist, wenn ich das wieder finden sollte. Auf gta4mods.de. Auf jeden Fall, dann werde ich unten euch hinschreiben. Das sind auch High-Resolution-Auto, Texture-Autos, bla bla bla, die Spiegel haben, also die spiegeln richtig, nicht so wie bei GTA 4 Autos, bei den Originalen. Ja, okay, dass der Lack jetzt so reflektiert, das ist der ENC-Enhancer. Ich glaube, das heißt so, ENC-Enhancer. Der 088, glaube ich. Also ich empfehle euch dieses Pack dann zu laden, wenn ich den Link wieder finde. Es ist einfach nur geil. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.